Guten Abend, ich begrüße Sie herzlich zur ZIP2. Es hätte ein Tag voll Glanz und Glorie werden sollen in Frankreich, doch der Start in diesen war stark getrübt. Olympische Feuer. Mit Brandanschlägen wurden just am Tag der Eröffnung der Olympischen Spiele Teile des Bahnnetzes lahmgelegt. Wir schalten dazu nach Oxford zum Terrorismusforscher Peter Neumann. Bed and Breakfast. Ein schlechtes Image haben private Nächtigungsangebote für Touristen bei Einheimischen. Wie man Fremdenverkehr und die Lebensqualität der Einwohner unter einen Hut bringen kann, erklärt der Tourismusforscher Jürgen Schmude. Stark machen. Mädchenberatungsstellen im ganzen Land unterstützen junge Frauen bei Problemen. Die Nachfrage steigt. Paris feiert. Seit mehr als 2 Stunden läuft in der französischen Hauptstadt die Eröffnungszeremonie der Olympischen Sommerspiele. Wenn auch das Wetter dem Sommer heute Abend keine Ehre macht. Es regnet nämlich in Strömen. Dennoch ist es ein farbenfrohes Spektakel auf der Seine, bei dem sich das Gastgeberland ebenso präsentiert wie die Teilnehmenden aus aller Welt, die mit Booten den Fluss entlangfahren. Nach Paris reisen konnten heute aber nicht alle, die das gewollt hätten. Brandanschläge auf Glasfaserkabel der französischen Bahn haben den Zugverkehr auf wichtigen Strecken zum Erliegen gebracht. Bisher hat sich niemand zu der Tat bekannt. Dabei wussten die, die es getan haben, ganz genau, an welchen neuralgischen Stellen sie zuschlagen müssen. Rien ne va plus. Nichts geht mehr, heißt es heute auf vielen Bahnhöfen Frankreichs, wie etwa im nordfranzösischen Lille. Viele der gestrandeten Passagiere sind auf dem Weg nach Paris zur Eröffnung der Olympischen Spiele. Ich sollte bei der Eröffnung arbeiten, aber jetzt ist mein Zug ausgefallen. In den frühen Morgenstunden werden an 3 verschiedenen Hochgeschwindigkeitsbahnstrecken Brandanschläge verübt. Betroffen sind zentrale Verbindungen von Paris in den Norden, Osten und Westen Frankreichs. Ein weiterer Sabotageakt auf der Südstrecke kann nach Angaben der Eisenbahngesellschaft SNCF verhindert werden. Ziel der Sabotage sind Leitungen mit Glasfaserkabeln, die für die Weichenstellungen und die Sicherheit der Züge wichtig sind. Noch weiß man wenig zu Tätern oder zu Hintergründen der Tat. Frankreichs Premier warnt vor Spekulationen. L'enquête démarre. J'appelle chacun à la prudence. Die Ermittlungen laufen, ich mahne zur Vorsicht. Was wir sagen können, ist, dass es eine koordinierte Operation war von Tätern, die wussten, wo sie zuschlagen müssen. Etwa 800.000 Menschen sind von den Verspätungen und Zugausfällen betroffen. Vom Pariser Bahnhof Montparnasse ist stundenlang gar kein Zug abgefahren. Wir schuften das ganze Jahr, um einmal in den Urlaub zu fahren. Und jetzt sind wir die Blöden. Die Teams der Eisenbahngesellschaft arbeiten auf Hochtouren, um die Schäden zu beseitigen. Im Laufe des Nachmittags bessert sich die Situation. Aber Einschränkungen im Bahnverkehr wird es auch noch während des Wochenendes geben. Es habe keine Vorwarnungen gegeben, erklärt der Verkehrsminister. Aber jetzt habe man noch zusätzliche Sicherheitskräfte mobilisiert. Denn bei vielen hinterlassen die Sabotageakte am Eröffnungstag der Olympischen Spiele ein mulmiges Gefühl. Natürlich bin ich besorgt. Ich habe Angst, dass etwas Schlimmeres passiert in den kommenden 3 Wochen. Das war nicht der erhoffte Traumstart ins olympische Abenteuer. Und in Oxford begrüße ich jetzt Professor Peter Neumann, Terrorismusforscher am King's College in London. Schönen guten Abend. Hallo, guten Abend. Herr Professor Neumann, noch gibt es nur Spekulationen, wer hinter diesen Sabotageakten auf die französische Bahn stehen könnte. Dennoch, wir haben es am Ende des Beitrags gehört, es sorgt offensichtlich für Verunsicherung. Wie sehr trifft denn diese Sabotage Frankreich am Tag der Eröffnung der Olympischen Spiele? Also es trifft Frankreich zum einen physisch natürlich, dadurch, dass heute Chaos geherrscht hat an den Bahnhöfen. Es trifft Frankreich aber auch psychologisch. Denn das, was jetzt passiert ist, ist ja das, was alle befürchtet haben. Dass diese Olympischen Spiele im Prinzip so ein bisschen labil sind, dass man nicht weiß, was genau passiert, dass unglaublich viele Leute unterwegs sind und dass möglicherweise einige davon versuchen, diese Olympischen Spiele zu stören.
Und es gibt in der Tat drei Kategorien von Personen oder Akteuren, die daran ein Interesse hätten. Da geht es zum ersten um feindliche Staaten, da geht es zum zweiten um Aktivisten, politische Aktivisten, die vorhaben, die Spiele für ihr politisches Anliegen zu nützen. Und zum dritten natürlich geht es auch um Terrorismus. Und die Olympischen Spiele sind ein so großes Ereignis, es lädt im Prinzip all diese Gruppen ein. Weil Sie sagen, es sind verschiedene Gruppen, also innerfranzösische Gruppen, auch Staaten im Ausland. Frankreich hat sich ja recht exponiert, auch durch Aussagen von Präsident Macron zum Beispiel, eventuell Bodentruppen in die Ukraine zu senden. Es unterstützt Armenien im Konflikt gegen Aserbaidschan um die Region Bergkarabach. Es hat eine Kolonialvergangenheit in Afrika, wo viele mit Frankreich nichts mehr anfangen können. Und dann sagen Sie Terrorismusgruppen auch. Gibt es eine Richtung, aus der die Gefahr am größten ist? Klar, Sie haben das sehr toll zusammengefasst. Also Frankreich ist ein Land, was in der Vergangenheit natürlich auch viele Feinde gemacht hat. Und das ist jetzt die eine Möglichkeit für die zu wissen, die ganze Welt schaut auf Frankreich. Das ist das eine Ereignis alle vier Jahre, wo im Prinzip die ganze Menschheit auf einen Ort schaut. Und das ist genau der Ort, den wir nicht mögen. Und das ist natürlich eine Art Einladung an all diese alten Feinde oder neuen Feinde, es den Franzosen heimzuzahlen. Natürlich ist die Bedrohung durch den Terrorismus ganz besonders akut. Und ich war vor 2 Monaten in Frankreich, habe mich selbst mit den Terrorismusbekämpfern dort unterhalten und die haben selber gesagt, das ist eine Riesenherausforderung. Wir arbeiten seit 2 Jahren daran, uns auf diesen Tag und diese 3 Wochen vorzubereiten. Und auch wir wissen, selbst mit Zehntausenden von Soldaten und Polizisten können wir nicht alle Variablen kontrollieren, die hier möglicherweise im Spiel sind. Also eine 100-prozentige Sicherheit gibt es sicher nicht. Jetzt haben wir in den letzten Tagen viel berichtet über die Sicherheitsvorkehrungen direkt in Paris, wo heute Abend die Eröffnungsfeier stattfindet. Da sind ja, wie Sie sagen, Zehntausende Polizisten, Soldaten im Einsatz, Unterwasserüberwachung der Seine, Möglichkeiten zur Drohnenabwehr, Videoüberwachung mit künstlicher Intelligenz. Und dann passiert sowas wie heute, Brandanschläge irgendwo im Streckennetz, irgendwo auf einem Nebenschauplatz. Man kann ja nicht das ganze Land unter den Glassturz stellen. Ja, und genau das war der Punkt, der mir auch erzählt wurde vor 2 Monaten, als ich in Paris war. Natürlich ist es eine Tatsache, dadurch, dass so viele Ressourcen konzentriert sind auf Paris, auf die 35 Spielstätten in Paris, 8 auch außerhalb von Paris. Das führt natürlich dazu, dass in anderen Teilen des Landes etwas weniger Sicherheit präsent ist. Und wenn Terroristen oder andere Gruppen intelligent sind, dann konzentrieren sie sich vielleicht genau auf die Orte, wo sie davon ausgehen können, dass die Sicherheit nicht ganz so groß ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass an den Spielstätten selber relativ wenig passieren wird. Die sind wirklich sehr gut geschützt. Aber außerhalb der Spielstätten und im ganzen Land ist die Gefahr, glaube ich, größer. Und genau das könnten sich eben auch Terroristen oder Aktivisten überlegen und demnach ihre Strategie ausrichten. Sie haben jetzt gesagt, außerhalb von Paris ist die Gefahr größer. Wie groß denn? Naja, das lässt sich immer ganz, ganz schlecht sagen. Natürlich muss man sagen, in den allermeisten Fällen passiert natürlich nichts. Das Risiko, von einem terroristischen Anschlag getroffen zu werden, ist wirklich sehr, sehr klein. Und selbst in einer Gefahrensituation ist es nach wie vor klein. Aber wenn man das jetzt mal vergleicht mit einem normalen Tag oder mit einer normalen Situation, dann ist es eben schon leicht erhöht. Und wir wissen ja auch, dass zum Beispiel dschihadistische Gruppen in Frankreich sehr, sehr aktiv sind. Frankreich ist das Land, das in den letzten 10 Jahren vom Dschihadismus wahrscheinlich von allen europäischen Ländern am meisten betroffen war. Das heißt, sie haben eine aktive dschihadistische Szene, die in den letzten Wochen, Monaten und vielleicht im letzten Jahr auch wieder aktiver geworden ist. Und das trifft auf ein Ereignis, dass es einer dschihadistischen Gruppe zum Beispiel die Möglichkeit geben würde, sich wirklich bekannt und berühmt zu machen. Und diese Kombination, diese Mischung erhöht die Gefahr. Das Risiko ist höher, aber es ist nach wie vor natürlich sehr, sehr klein, weil das Risiko von Terrorismus immer sehr klein ist. Dankeschön, Herr Professor Neumann, für Ihre Einschätzung und guten Abend nach Oxford. Guten Abend. Vor wenigen Jahren noch, da stöhnten alle, weil die Touristen wegen Corona ausgeblieben sind. Heute stöhnen viele, weil sie wieder da sind, und zwar in Massen.
In Großstädten quer durch Europa ist das herzlich willkommen Protesten gewichen. Einen Übeltäter für die starke Anziehungskraft haben die Kritiker dabei auch schon ausgemacht. Airbnb und ähnliche Modelle der Kurzzeitvermietung. Für Touristen eine Möglichkeit, günstig in guter Lage zu nächtigen, für die Vermieter die Chance, in kurzer Zeit relativ gut zu verdienen, für den allgemeinen Wohnungsmarkt am Ort allerdings oft schwierig. Wasserpistolen gegen unliebsame Touristen in Barcelona. Die Proteste gegen den Massentourismus hier und in anderen Teilen Spaniens werden intensiver. Die vielen Besucher überlasten nicht nur die Umwelt, den Verkehr und die Abfallentsorgung. Sie belegen auch die vielen Ferienwohnungen der Stadt. Das wirkt sich auf die Wohnungspreise aus, die derzeit ein alarmierendes und beunruhigendes Problem für die Bevölkerung darstellen. Die Vermietung von Ferienwohnungen soll bis Ende 2028 gänzlich abgeschafft werden, indem die Genehmigungen nicht mehr erneuert werden. Doch die Vermieter laufen gegen diese Ankündigungen Sturm. Auch Paris gleicht immer mehr einem Freilichtmuseum. Durch die vielen Ferienwohnungen sind immer mehr Bewohner in Vororte. Dem Nationalen Statistikamt zufolge verliert die Stadt seit 2015 im Schnitt rund 12.400 Einwohner im Jahr. Der Massentourismus und seine Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt. In Wien ist die Situation nicht ganz vergleichbar, argumentiert der Geschäftsführer von Wien Tourismus. Wien hat da einen Startvorteil. 45% der Wohnungen sind vom Steuerzahler subventioniert, also entweder Gemeinde- oder Genossenschaftswohnungen. Die dürfen von vornherein nicht vermietet werden, touristisch. Das ist ein riesiger Vorteil, den andere Städte nicht haben. Die Stadt hat dennoch mit 1. Juli neue Regelungen für Kurzzeitvermietungen erlassen. Insgesamt muss mehr als die Hälfte eines Wohnhauses regulär vermietet werden. Und Kurzzeitvermietungen auf Plattformen werden auf maximal 90 Tage im Jahr beschränkt. Ausnahmeregelungen können bei der Stadt, genauer bei der Baupolizei, beantragt werden. Günter Hegenbart ist wegen dieser neuen Regeln verärgert. 47 Jahre hat er als Tischlermeister in fünfter Generation gearbeitet. Er besitzt 3 Wohnungen in einem Haus, das im Familienbesitz war. Die Wohnungen musste er aber laut eigenen Angaben von seinem Bruder mittels Krediten abkaufen. Kein Zweifel, Herr Hegenbart ist nicht gerade jener Gelegenheitsvermieter, der seine Wohnung für ein paar Tage während seiner Abwesenheit zur Verfügung stellt. Er sieht sich dennoch gegenüber dem Hotelgewerbe benachteiligt, denn Hotels werden an allen Ecken und Enden gebaut. Hotel Oriental Mandarin in der Riemergasse. Altes Wirtschaftsgebäude in der Salesianergasse, Hoxton Hotel. Und da gibt es noch endlose Beispiele. In der Wollzeile ist jetzt erst ein ganzes Haus für Apartments gewidmet worden. Und auf uns Kleine wird hingehakt. Nicht böse sein, das passt für mich nicht zusammen. Eine Langzeitvermietung zahle sich aufgrund der maximalen Richtwertmieter im Altbau finanziell für ihn nicht aus. Eine Ausnahmeregelung bei der Baupolizei hat er nicht beantragt. Es seien die Erfahrungen der Bürokratie, sagt er. Fürs Erste möchte er seine Wohnungen für die erlaubten 90 Tage im Jahr vermieten und dann eine Entscheidung treffen. Und wir schalten jetzt zum Tourismusforscher Jürgen Schmude, emeritierter Professor an der Uni München. Einen schönen guten Abend. Einen schönen guten Abend. Herr Professor Schmude, heute Abend sind ganz aktuelle Zahlen gekommen über Städte mit starkem Tourismuswachstum. Rom war im Jahr 2023 die europäische Hauptstadt mit dem stärksten Wachstum an Besucherzahlen. Die Zahl der Touristen ist um 45,2% im Vergleich zum Jahr davor gestiegen. 50 Millionen Besucher waren letztes Jahr in Rom. Und der Tourismusbeauftragte sagt, wir sind stolz darauf. Wie gibt's das, dass auf der einen Seite Menschen stolz darauf sind, dass viele Menschen in ihre Städte kommen und auf der anderen Seite Menschen protestieren, weil sie sagen, es ist zu viel? Ja, das liegt daran, dass die Arbeit der Touristiker heute immer noch gemessen wird an Ankunftszahlen und an Übernachtungszahlen. Das sind die Erfolgsparameter, die genutzt werden, um die Arbeit zu bewerten. Und auf der anderen Seite haben wir halt die Einwohner, die als lokale Bevölkerung mittlerweile sagt, die Zahl der Touristen hat eine Grenze erreicht, die für uns nicht mehr akzeptabel ist. Es ist aber schon so, dass Tourismus in vielen Gebieten, auch in vielen Städten, ein wichtiger Wirtschaftszweig ist, dass Restaurants, Hotels, Museen, man kann die Liste sehr lang fortsetzen, von Touristen profitieren. Die Touristen bringen also auch was. Ja, auf jeden Fall. Der Tourismus hat sehr viele gute Seiten, also sowohl für die Zielgebiete, die bereist werden, aber man darf natürlich auch nicht vergessen, für die Touristen selbst hat das natürlich auch positive Effekte, gesundheitliche Effekte, Regenerationseffekte. Das wird bei der Diskussion im Augenblick immer so ein bisschen vergessen.
Aber wie viele Touristen sind denn dann zu viele Touristen? Ja, diese magische Zahl, wie viele Touristen passen in ein Zielgebiet rein, hängt von ganz vielen verschiedenen Faktoren ab. Wir sprechen von der sogenannten Tragfähigkeit. Und ganz wichtig, was gerade jetzt bei der Diskussion und bei den Protesten allenthalben eine Rolle spielt, das ist die ökonomische Tragfähigkeit. Also wenn die lokale Bevölkerung wirtschaftlich leidet unter dem Tourismus, dann ist die Tragfähigkeit überschritten. Und wirtschaftlich leidet sie, wenn die Lebenshaltungskosten steigen, etwa durch die Erhöhung der Mieten, weil der lokale Mietmarkt belastet wird, weil Wohnungen für Kurzzeitvermietungen dem Mietmarkt entzogen werden. Es gibt ja viele Städte, die überlegen mittlerweile oder planen, dieses Airbnb oder die Kurzzeitmiete für Tourismus einzuschränken. Würde das helfen? Das ist sicherlich eine Stellschraube, an der man drehen kann. Aber wir sehen ja, dass Amsterdam beispielsweise die Bettenzahl insgesamt beschränkt für die gesamte Hotellerie. Je nachdem, um welches Zielgebiet es sich handelt, haben wir auch noch Kreuzfahrttourismus, der quasi als Tagestourismus ja dazukommt. Also man kann auch die Zahl der Kreuzfahrtschiffe limitieren. Das sind alles Maßnahmen, die aber nicht von heute auf morgen funktionieren, weil da bestehen natürlich Verträge für mehrere Jahre. Und von daher wird sich die Situation nicht von heute auf morgen verbessern. Weil Sie sagen, es gibt einzelne Stellschrauben. Lassen Sie uns einmal über ein paar sprechen. Wir haben zum Beispiel in Österreich einen Ort Hallstatt, der immer wieder sehr überlaufen wird von Touristen. Da gibt es jetzt eine neue Regelung. Reisebusse zum Beispiel müssen Zeitfenster buchen und eine Parkgebühr zahlen. Und dadurch sei die Zahl der Busse schon deutlich zurückgegangen, heißt es. Ist das ein gutes Konzept? Ja, das ist ein gutes Konzept. Wir müssen natürlich versuchen, Touristenströme zu steuern. Und wenn wir das zeitlich machen können, wie in dem von Ihnen genannten Beispiel, ist das natürlich gut, weil wir entzerren dann die Zeiten, die besonders belastet gewesen sind. Aber das ist auch nicht eine Lösung für jede Destination und für jedes Problem. Das heißt, eine Lösung für welche Destinationen oder ist das wirklich von Ort zu Ort verschieden? Das ist von Ort zu Ort verschieden. Wir haben ja nicht überall die Situation, dass der Bustourismus so stark ist. In anderen Städten wie Venedig beispielsweise oder Barcelona spielt der Kreuzfahrttourismus auch eine große Rolle. Da hilft es mir nichts, wenn ich Maßnahmen für die Busse erlasse, sondern da muss ich eben den Kreuzfahrtsektor angehen. Venedig zum Beispiel, die haben dieses Jahr ganz neu ausprobiert, Eintrittsgebühr für Tagestouristen, auch mit Anmeldung. Ist das was Gutes? Ich glaube nicht, dass das wirklich viel bringt, weil erstens die Gebühr zu niedrig ist und zweitens sich die Touristen, glaube ich, wenn sie dann erstmal in Venedig sind, nicht abschrecken lassen. Die melden sich auch vorher an. Ich bin aber auch dagegen, extrem hohe Gebühren einzuführen, weil dann würden wir so eine soziale Auslese vornehmen und bestimmte Destinationen würden wieder zu einem elitären Gut, wie wir das bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts gehabt haben. Und wir sollten uns den Fortschritt, und das war ein Fortschritt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dass wir die sogenannte Demokratisierung des Reisens geschafft haben. Diesen Fortschritt sollten wir nicht kaputt machen. Inwiefern lässt sich denn die Digitalisierung, die modernen Möglichkeiten einsetzen, um Touristenströme zu lenken? Es gibt ja viele Reisende, die suchen einmal im Internet nach Destinationen. Lässt sich da schon etwas tun, um die Ströme zu lenken? Ja, es gibt auch eine ganze Reihe von Destinationen, die solche Plattformen entwickeln haben. Apps, die in Echtzeit informieren, wie es in der Destination aussieht und gegebenenfalls sogar Alternativvorschläge machen. Geh lieber an Ort B, weil Ort A bereits ausgelastet ist. Das große Problem ist hier, ich muss diese Informationen an den Touristen bringen. Wenn der Tourist nicht über diese App verfügt oder diese App nicht nutzt, dann hilft mir diese App auch nicht weiter. Wobei rein technisch ist dieses Problem zu lösen. Also da besteht durchaus noch Potenzial. Darf ich Sie abschließend noch fragen, besteht denn auch das Risiko, dass wenn man jetzt anfängt, Besucherströme, Touristenströme zu lenken, dass man sie eventuell auch abwürgt?
Ja, ich würde nicht sagen, wir würgen die damit ab, sondern wir verringern die Größe der Touristenströme auf ein verträgliches Maß, wie wir das vor der jetzigen Situation auch gehabt haben. Ich glaube, die Gefahr wäre größer, wenn Touristen sich nicht mehr willkommen fühlen in der Destination. Da ist diese Woche auch eine Untersuchung zu veröffentlicht worden. Da würden ein Drittel der Reisenden verzichten, diese Destination weiter zu bereisen. Und also der Verzicht aus Frust, den sollten wir auf jeden Fall vermeiden. Sagt der Tourismusforscher Jürgen Schmude, der sich von seinem Urlaubsort aus zu diesem Gespräch via Skype bereit erklärt hat. Mitte der 70er Jahre, da gab es eine große Wende für die Frauen in Österreich. Ab 1975 durften sie nämlich arbeiten gehen, ohne vorher ihren Ehemann um Erlaubnis zu fragen. Doch auch fast 50 Jahre später sind viele junge Frauen immer noch finanziell abhängig von einem Partner, etwa weil der eigene Job zu schlecht bezahlt ist oder weil sie gar keinen haben. Sie hier zu begleiten, ist die Aufgabe diverser Frauen- und Mädchenberatungsstellen. Und wie wichtig die ist, zeigt die Tatsache, dass die Zahl der Beratungen im Vergleich zum Jahr davor um ein Drittel gestiegen ist. Der Verein Amazone in Bregenz. Hier finden Mädchen und Frauen zwischen 10 und 25 Jahren kostenlos Hilfe und Unterstützung. Denn die Belastungen für sie sind vielfältiger geworden, sagt die Beraterin. Jede Dritte kämpft mit psychischen Problemen. In den letzten Jahren lässt sich sicher sagen, dass Themen von Gesundheit, also sowohl psychische Belastungen, sicher zu den stärksten oder das am stärksten vertretene Thema sind in der Beratung. Das sind Druck, Ängste, depressive Verstimmungen, aber auch Essstörungen, selbstverletzendes Verhalten. Mehr als 150 Beratungsstellen gibt es über ganz Österreich verteilt. Sie sind oft die erste Anlaufstelle für die Betroffenen. Wie der Verein Sprungbrett in der Hütteldorfer Straße in Wien. Hierher kommen auch junge Frauen, die die Schule abgebrochen haben, keinen Job finden und keine Lehrstelle, was dramatische Folgen haben kann. Bei uns ist es ganz oft, dass einfach Wohnen und Finanzen Themen sind, dann Gewalt in Beziehungen, Gewalt in der Familie und dass wir da genau an der Basis ansetzen. Also schauen, wie können die Personen stabilisiert werden, was brauchen die Mädchen, jungen Frauen. Diese jungen Frauen sind froh, dass sie bei Sprungbrett zuallererst einmal wieder zu einem geregelten Tagesablauf gefunden haben. Wenn man jeden Tag einfach irgendwann aufsteht, man hat nichts mehr zu tun, man weiß, was man machen soll, man weiß eigentlich gar nicht, wie es weitergeht im Leben. Deswegen ist es wichtig, einen Tagesablauf zu haben, weil da fühlt man sich gleich ganz anders. Sie möchte jetzt eine Lehre zur Medienfachfrau machen. Wichtig, um unabhängig zu werden. Manche Mädchen schaffen das nicht. Knapp 11% der 15- bis 24-jährigen Frauen sind arbeitslos und werden in manchen Fällen auch wohnungs- und obdachlos. 2022 waren das in Österreich knapp über 800 junge Frauen. Wirklich so diese zentralen Themen, um überhaupt über Beruf und Ausbildung nachdenken zu können, kann ich nicht, wenn ich nicht weiß, wo ich heute Nacht schlafe oder einfach kein Geld auf dem Konto habe. Nach wie vor flüchten viele dann in eine Beziehung. Das hat oft fatale Folgen. Gerade in Partnerschaften merken wir auch, dass einerseits diese finanzielle Abhängigkeit, aber auch soziale Abhängigkeit, also dass das sehr oft sehr viel zusammenspielt. Kontrolle, psychische Gewalt, Isolation, das sind hier Stichwörter und wo junge Frauen dann auch sehr viel abhängiger in einer Partnerschaft auch sind. Um jungen Frauen auch weiter bei der Bewältigung all dieser Probleme zu helfen, fordert das Netzwerk der Frauen- und Mädchenberatungsstellen von der zukünftigen Regierung eine sichere, langfristige Finanzierung. Denn die Belastungen für junge Frauen werden wohl nicht weniger werden. Und weitere wichtige Ereignisse von heute haben wir nun in unserer Meldungsübersicht für Sie. Die EU gibt erstmals Zinserträge aus eingefrorenem russischen Staatsvermögen für die Ukraine frei. Konkret sollen 1,5 Milliarden Euro an die Ukraine in den Wiederaufbau und für die Verteidigung fließen. Der Kreml spricht von Enteignung. Im Streit um die Lkw-Fahrverbote auf der Brennerstrecke hat Italiens Regierung heute grünes Licht für eine Klage beim Europäischen Gerichtshof gegeben. Italiens Verkehrsminister sagt, er wolle mit der österreichischen Arroganz Schluss machen. Österreichs Verkehrsministerin Gewessler verteidigt einmal mehr die Maßnahmen. Die Bierpartei von Dominik Vlasny hat ausreichend Unterstützungserklärungen gesammelt und kann bei der Nationalratswahl im Herbst antreten. Mit der Bierpartei, der KPÖ und den Parlamentsparteien stehen damit zumindest 7 Parteien auf dem Stimmzettel. Die Frist zum Unterschriftensammeln läuft in einer Woche ab.
In den USA sind zwei Anführer des mexikanischen Drogenkartells Sinaloa festgenommen worden. Der Mitgründer des Kartells sowie der Sohn des Drogenbarons El Chapo konnten in Texas gefasst werden. Der US-Justizminister bezeichnet das Kartell als eine der gewalttätigsten und mächtigsten Drogenhandelsorganisationen der Welt. Nach einer Schießerei von Männergruppen Anfang Juli in Wien-Brigittenau hat die Polizei zwei Syrer festgenommen. Sie befinden sich in Untersuchungshaft. Immer wieder ist es in Wien in den vergangenen Wochen zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen jugendlichen Migranten gekommen. In den USA und in Kanada wüten derzeit heftige Waldbrände. Allein in den USA sind es knapp 80. Besonders rasch hat sich ein Großbrand im US-Bundesstaat Kalifornien ausgebreitet. Er war am Mittwochabend ausgebrochen. Die Flammen wüten laut den Behörden auf rund 50.000 Hektar Land. Mehr als 1.000 Feuerwehrleute sind im Einsatz und mehr als 3.500 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Was der Auslöser war, das wird noch ermittelt. Ein Mann wurde jedenfalls festgenommen. Er wurde dabei beobachtet, als er ein brennendes Auto in eine Schlucht geschoben hat. Auch im Nachbarland Kanada brennen hunderte Feuer. Der beliebte Touristenpark Jasper in den Rocky Mountains wurde schwer beschädigt. Eine Fläche von rund 360 Quadratmetern ist betroffen. Und auch in Österreich wird es morgen noch einmal trocken und sehr heiß, bevor dann Niederschläge kommen. Hier sind die Wetteraussichten fürs Wochenende. Hochsommerlich wird der Samstag im ganzen Land. Es gibt also Badewetter und bis zum frühen Nachmittag wird auch das Bergwetter ideal sein. Die Hitze ist morgen im Osten am größten. In 2000 Meter Seehöhe liegen die Temperaturen um 18 Grad. Im Laufe des Nachmittags entstehen einzelne, meist kurze, jedoch kräftige Wärmegewitter. Am Sonntag breiten sich Wolken, Schauer und Gewitter über das ganze Land. Im länger sonnigen Süden wird es vor Eintreffen der teils heftigen Gewitter 32 Grad heiß. An dieser Stelle verabschiede ich mich wieder von den Zuseherinnen und Zusehern, die via Dreisat dabei waren. Mit schönen Grüßen aus Wien. In ORF 2 geht es jetzt gleich weiter mit Universum History. Und von der ZIP 2 war es das für heute. Im Namen des Teams danke für Ihr Interesse und noch einen angenehmen Abend.